und herzlich willkommen, liebe WoW-Freunde. Mein Name ist Eismännchen und wir sind zurück bei Let's Play World of Warcraft. Patch 5.3 ist mittlerweile fett am Laufen und wir leveln weiter, denn wir haben mit Mr. Spandaria abgeschlossen. Jo, wir nehmen jetzt die Quest von Lutzweischuh erneut an, die habe ich schon einmal angenommen in der letzten Folge. Hat aber eben gesehen, dass da jemand die Ganoven verprügelt hat, die wir nur belauschen sollen. Und deswegen müssen wir jetzt auf den Respawn warten. Und ich hoffe, sie sind mittlerweile wieder da. Sie sind wieder da. Und wir stellen uns jetzt einfach nur hier an die Ecke und müssen denen zuhören. Müllsack. Ja, das sind die Abschiedsworte. Ich bin mal gespannt. Also sie sind wieder da. Sie reden aber noch nicht. Wir gehen mal ums Haus drumherum. Der Müllsack ist gerade auch nicht gerade hochintelligent da gewesen, muss ich sagen. Der läuft auch mitten rein, statt hinter mir zu bleiben. Ich hoffe, er bleibt jetzt hinter mir. Wir gehen jetzt ums Bauernhaus drumherum. Wir müssen denen, wie gesagt, nur zuhören. Und ja, dann bin ich jetzt mal gespannt. Dann redet mal. Mal sehen, ob sie reden. Los, redet los. Ganoven. Müssten eigentlich gleich anfangen zu reden. Das dauert halt einen Moment. Ja, wie gesagt, die sind gerade respawned. Und wir sehen hier unten, auch wenn ihr mein Hologramm hier immer drin seht, sie reden noch nicht. Ich hoffe, sie werden gleich loslegen. Wir wollen ja jetzt hier keine Stunden stehen. Wir können jedoch so cool sein. Wir können nochmal einen Millimeter vorgehen. Gut, wenn sie denn kommen, dann müssen wir halt starten. Keine Ahnung, also. Wir laufen einfach mal vorbei. Jetzt fangen sie an. Und jetzt gehen wir einfach. Okay, jetzt fangen sie an zu reden. Wir haben einfach mal ein bisschen nachgeholfen. Ja, ja, ja. Also sie reden jetzt, wie gesagt. Oh, jetzt kommt der Panda schon wieder, dieser Vollidiot. Das glaube ich doch nicht. Der hat die nämlich eben auch getötet. Ja, anscheinend befindet sich ein Horcher unter Jungs. Das ist ganz hervorragend. Also so ein Horst. Dem schreibe ich jetzt einmal. Ja, schönen Dank, Marie, ey. Stellt sich mitten rein, der Idiot. Ja, die Quest hat sich erledigt. Mir ist es jetzt auch zu blöd. Beschimpfe den jetzt. Ja, Leute, das kotzt dann natürlich mega an. Ich würde sagen, wir fliegen hier weg, weil der Idiot hat jetzt alles versaut. Wir haben die Rohlinge nicht belauschen können, weil die Rohlinge halt einfach nicht da sind. Ich würde sagen, wir starten dann mal die Quest zur Abwechslung neu. Das ist noch ein Witz, oder? Habt ihr sowas schon erlebt? Solche Vollhorste? Gut, wir starten die Quest neu. Hat sich schön dahingestellt, fand ich super. Jetzt müssen wir. Man läuft da eigentlich einmal durch, ne? Und dann startet das. Und genau, da sind sie wieder, die Jungs. So, jetzt läuft man da einmal durch und Ende der Geschichte. Seid ihr begegnet und wir laufen jetzt rumrum, verstecken uns am Müllsack und hören den nochmal zu. Tut mir jetzt auch leid, dass es langsam vorgeht, aber ja, so ist das eben. So. Ich lese euch mal vor. Seid ihr ihr begegnet? Ja, sie existiert wirklich. Sie beauftragte mich, euch zu sagen, dass sie die Sache mit dem Bauerwende, die wir... Oh, es geht so schnell. ...die auf ihr Geheiß hin ausgeübt haben, honoriert. Sie gab mir einen Haufen Gold, den ich unter euch aufteilen soll. Habt ihr ihr Gesicht gesehen? Ist sie es wirklich? Hoppla, was haben wir denn da? Anscheinend befindet sich ein Lauscher unter uns. Sterbt! Oh nein, sie haben mich gesehen. Hilfe! Jetzt hab ich's versaut. Hilfe! Oh mein Gott! Hilfe! Ich hab's versaut. Sehe ich aber als kein großes Problem an. Nein, ich habe es natürlich nicht versaut. Es gehört halt einfach dazu. Ne? Sie erwischen mich dann eben. Die Quest ist abgeschlossen. Der eine Penner hat zu früh da drinnen gestanden, sodass meine Quest eben nicht beendet werden konnte. Ja, ist ja nicht sein Problem. Ist ja meins. Wir gehen zurück hier zu Lu... Oder nein, zu Horatio Lane, oder? Das ist ja Wahnsinn. Egal. Jedenfalls müssen wir die Quest abgeben. So, was gucken wir jetzt hier? Sprecht mit Bauer... Okay. Wir müssen mit einem Bauer reden. Das kriegen wir hin. Wie ihr seht, da drüben ist das Fragezeichen. Auf geht's. Entschuldigung, so ein bisschen mehr Tempo wäre ganz geil, oder? Naja. Gut.
Ich würde sagen, wenn wir hier durch Westfall durch sind, ja, dann kommt da wieder mehr Spielspaß für mich rein. Ich mache das wirklich hier derzeit, das geht mir ziemlich auf die Eier. Ich habe es halt nicht so mit Westfall, muss ich zugeben. Ich freue mich persönlich schon auf 15, wenn die Dungeons gehen. Und natürlich, wir kehren zurück zur PvP. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Also, so wie wir abgebügelt worden sind, passiert uns das hier nochmal. Dann sind wir nämlich ein bisschen stärker auf der Brust. Wenn wir ab 14.4 haben, da können wir uns auch nochmal reinmelden. Aber natürlich wollen wir nebenbei noch ein bisschen leveln. Also seid nicht sauer, wenn ich nicht nur jetzt PvP mache. Ich werde ganz sicher nochmal die Kriegshimmelschlucht starten. Oder vielleicht auch mal Arathi-Becken mal sehen. Jedenfalls wollte ich schon ganz gerne erstmal so ein paar Level jetzt machen, damit wir auch in die Dungeons können, damit ihr auch Fortschritte seht, ne? Gut. Jetzt gehen wir hier weiter. Die Zeiten sind schwer. Ja, das stimmt. Wir sollen 10 Erntebüter töten. Das können wir wohl hinkriegen. Ich glaube, im Haus gibt es noch eine weitere Quest. Jetzt bin ich einfach vor die Wand gelaufen vor Aufregung hier. Die Salma. Jawohl, die Schoten. Ach, die ist ätzend. Die ist echt ätzend, die Quest. Es ist auch wieder ziemlich. Ich habe mir auch wieder kein gutes Timing ausgesucht, wie ihr seht, von der Sache her. Es ist wieder so, dass hier sehr, sehr viele Leute rumlaufen. Also, anscheinend bin ich nicht der Einzige, der den Patch nicht leiden kann. Ja, egal, jedenfalls, wir machen das Beste draus, ist ja wohl logisch. Ich habe bald Urlaub, da kann ich auch ein bisschen mehr zocken und dann gibt es vielleicht auch mal ein paar Folgen. Ich weiß nicht, ich will nicht sagen täglicher, da könnt ihr euch drauf verlassen, das sage ich jetzt erstmal nicht. Aber dann gibt es vielleicht auch mal die eine oder andere Folge mit ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, Unterhaltungswert hoffe ich, habt ihr immer. Ist auch eine ganz nette Resonanz. Wenn ich überhaupt eine kriege, dann ist zum Glück derzeit nur positive Resonanz und. Ich glaube aber, dass wir dann noch den einen oder anderen Dungeon mehr nehmen können. So, jetzt sind wir schon mal Level 14 und wir haben die Furchtzauber. Das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Ja, ganz wichtig sogar. Und noch ein Level, dann haben wir es, Leute. Dann sind wir soweit und können in den Dungeon. Das heißt, die nächste Folge wird mit dem Dungeon Finder beginnen. Ob es da natürlich eine extra lange Folge gibt, das ist eine andere Geschichte. Da hinten ist eine Orca-Schote. Wir widmen uns aber erstmal dem Erntebehüter hier. Ja, komm, greif mich nur an. Jetzt gibt es ein bisschen Seelenfeuer. Ich finde, das Seelenfeuer ist ziemlich geil. Braucht zwar ziemlich lange, ist aber effektiv, gell? So, da hinten ist noch ein Erntebehüter, das ist ja ganz wunderbar. Müllsack, ich würde sagen, du holst dir den. Ich hole mir die Schote. Lass mich in Ruhe. So. Na, du komm, fall um, dass ich das mitnehmen kann. Ganz hervorragend. Ja, ich bin eine fiese Hexe. Müllsack, hol dir den. Tut er auch. Und die Erntebehüter sind Level 11. Ich meine, das ist klar, dass die sofort kippen. Ja, mit Level-Klamotten ist es natürlich ein bisschen einfacher. Allerdings, wie gesagt, man will ja auch nicht, gerade bei solchen Situationen, wie sie hier momentan sind, 8 Stunden lang an einem Level kleben. Denn ihr seht ja selber, es ist nicht ganz so einfach derzeit. Hier ist ein 89er Wogenjäger. Was will der denn hier? Ist nicht ganz so einfach, hier an die Mobs zu kommen, wenn die Crossstream-Phase halt so ist, wie sie jetzt ist. Und momentan leveln anscheinend ziemlich viele. Hätte ich echt nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, ganz, ganz viele Spieler sind momentan in ja, Patch 5.3 Wahnsinn, in Eskalation. Ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr davon haltet. Ich habe es persönlich noch nicht mal angespielt in meinem DK. Und da auch bis jetzt kein Ruf laut geworden ist, von wegen, Icy, mach doch mal ein Let's Play von Patch 5.3 mit den Dailies. Bin ich ganz ehrlich, mache ich auch nicht. Ne, weil ich bin einfach der Meinung. Ja, ich muss mich ja nicht jede Folge wiederholen. Also ich bin einfach der Meinung, dass es einfach nicht so geil ist derzeit und deswegen Westfall-Eintopf. Ja, Westfall-Eintopf. Was ist denn hier? Kojoden. Ah, okay, dann wird der andere Erntebehüter wird mir jetzt sicherlich im Weg rumlaufen. Soll mich aber nicht weiter ärgern. Die Greifzähne, die haben Level 13. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich kann euch gerne mal 4 vorführen, aber jetzt gerade macht es jetzt keinen Sinn. Hier haue ich mal noch einen Schattenblitz drauf, dass wir hier die zwei Heinis tot sehen, das sehen wir auch. Da ist noch einer. Komm mal her gerade hier. Hopp, der Erbüter ist tot. Dann holen wir uns den Greifzahn noch her. Nein, 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 aufspießen. Das kannst du abhaken. Müllsack. Müllsack, ich habe Angst. Guckt euch das an, herrlich. Wie sie umfallen hier. Ja? Also Müllsack ist schon ein guter, das muss man ihm lassen. Ich glaube, bis er vorher durchgecastet ist, ist er tot. Ja, also, sehr gut. Sparen wir ein bisschen. So, jetzt könnten wir fett in Metamorphose gehen, wenn ich Bock hätte, aber habe ich nicht, weil es irgendwie. Ah, doch, für euch. Für euch mache ich es jetzt. Passt auf. Metamorphose und gib ihm. Kawusch. Fällt nicht um die Sau, oder? Kann nicht wahr sein hier, ey. Was haben wir hier? Ein Kojote, den brauchen wir nicht. Wir brauchen.
Noch einen von diesen verkackten. Komm her, du stehst mir eh im Weg. Ja, komm her. Oh, das drehen wir um hier. Das sieht geil aus, oder? Hammer nice. Hammer nice sieht aus. Yeah, baby. Hantebüter sind witzige Typen. So, jetzt suchen wir also den nächsten Kojoten. Dort hinten ist ja wieder blau markiert. Da gehen wir jetzt mal hin. Da sind die wenigsten Erntebüter am Leben. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, bin ich jetzt ehrlich, wo sollen die sein, die Coyotes? Und nein, ich bin nicht feige, ich gehe nur außen rum, weil ich einfach keinen Bock habe, mich permanent mit dem Zeug anzulegen. So, hier ist es doch auch. Ja, komm her, Greifzahn. Quusch. Ah, es geht auch mal im Schatten, so ein bisschen mehr Haste hier durch. Wunderbar hier. Der hat gerade gesehen, so, jetzt haben wir das. Und jetzt ist es so, dass wir Westfaleintopf suchen. Das heißt, hier hinten geht es weiter im Text. Fleisch, was? Fleisch, Reis, Fleisch. Ach du Scheiße. Was haben wir denn hier? Das laufen wir wahrscheinlich vollkommen in die falsche Richtung, oder? Ne, es ist wohl tatsächlich so, dass wir hier nennen müssen. Was mir ganz sympathisch ist, ist, dass ich weiter in Metamorphose bin. Das war früher, glaube ich, gar nicht dran zu denken. Ich habe, wie gesagt, Max da keine Erfahrung gehabt, aber okay, jetzt sind sie alle tot. Der böse, böse Droide. Treu nach dem Motto, tote Mobs sind ja bekanntlich gute Mobs. Ja, also ihr seht ja, meine Metamorphose lässt langsam nach. Ich würde ganz gerne noch so zwei aufspießen, weil es einfach grafisch ziemlich geil aussieht. Trotz, ihr müsst immer daran denken, wie alt World of Warcraft ist. Und es sieht einfach gut aus, wenn ich da so durchstampfe. Als altes Höllenwesen. Finde ich jetzt. Da ist einer. Juhu! Komm du mal hierher. Yeah! Oh, ich bin normale Hexe. Naja, kann ich mit leben. Der Müllsack auch, denke ich. Ein kleines Ei. Das war auch mal eine ganze Zeit lang viel wert. Bei irgendeinem von diesen beknackten Events war das doch so, oder? Da waren ja diese Nachtschrecken und so ein Kram alle. Da war doch irgendwie war da kleines Ei mal ganz wertvoll. Da konnte man irgendwas mit kochen. So, wie ihr seht, seht ihr nix. Das bringt uns wieder zurück dort hinten hin. Ah, das ist bitter. Der Druide hat uns alles gestohlen eben. Wow! Weltklasse. Oh nein, da ist auch ein Panda, der hat dasselbe Problem wie ich gerade, glaube ich. Ah, wie gemein, Leute. Wir können uns ja in der Zeit hier hinsetzen und können austreten, oder? Kommt, wir setzen uns hier hin und treten einen Moment aus und genießen die Stille. Genug Stille. Ich sehe einen Vogel. Den müssen wir sofort angreifen. Ja, Leute. Das ist eben, ne? Ich kann mich nicht alles entschuldigen. Aber wir kommen halt langsam voran in jeder Folge, weil uns einfach die Mobs in den Startgebieten noch ein bisschen fehlen. Ist leider einfach so. Und wie ihr auf der Karte seht, es gibt jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Die sind nun mal nur hier die Typen. Und wir brauchen das einfach noch, um die Quest abzuschließen. Deswegen müssen wir leider mit dem Fleisch etwas geduldig sein. Wenn wir erstmal in Dungeons sind, leveln wir von allein. Das denken sich natürlich auch die anderen, die hier spielen. Das ist doch ganz klar. Hier unten läuft natürlich auch noch ein 13er Schurke rum. Das ist nicht gerade optimal für uns. So, jetzt sind wir mitten im Einzugsgebiet von den Mistviechern. Aber das Einzige, was ich sehe, sind Kojoten und Greifzähne. Ach, Viechers. Das ist sehr schade. Oh, da oben. Nein, es ist ein Panda, der sich bewegt. Kein Mob. Da ist ein Erntebehüter. Ah, ist das bitter, ey. Crossrim und seine Tücken. Ich glaube, sind ja nicht die Folge. Das ist echt scheiße. Auch wenn ich es einfach so sagen muss, es ist einfach scheiße. Tut einem natürlich auch ein bisschen in der Seele weh. Ja, das geht dem hier wohl genauso. Dem lieben Panda-Mönch. Aber hier sieht schon ganz gut aus. Sie sind ein paar weniger. Da ist schon der erste wieder. Wer sagt es denn? Sofort drauf. Was willst du denn von mir? Gib mir deine Saft. Ich geb dir meinen. Düd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 ü
Was glaubt ihr? Was erwartet uns beim nächsten Add-on von Blizzard Entertainment? Und noch besser, was würdet ihr präferieren? Das ist viel wichtiger in dem Moment. Denn was Blizzard macht, das wissen wir, das ist ihnen eh egal, was wir wollen. Das sind wir ja aus zahlreichen, juhu, wir haben Fleisch, da sind wir ja gewohnt, dass Blizzard gerne das tut, was sie wollen. Ist ja eigentlich auch klar, ist ja ihr Spiel. So, weiter geht's. Wir geben die Quests ab. Also mich würde interessieren, was glaubt ihr, was oder was würde dem Spiel gut tun? Weg vom, ja, vom etwas kindhaften Pandaren, auch wenn das in Warcraft durchaus früher war. Und wieder irgendwie dunkler. Ich bin ja immer noch, wie gesagt, ich fände ja so eine, also Arthas ist zwar durch, aber diese Geschichte, die hat mir super gefallen mit der Geißel und ja, alles will uns vernichten und Azeroth ist so gut wie tot und was weiß ich. Also das fand ich ziemlich nice. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, war für mich das beste Add-on. Auch Burning Crusade mit Illidan war nicht zu verachten, brauchen wir gar nicht drüber reden. Auch sehr gut. So, was nehmen wir hier? Einfach die, weiß ich nicht, es ist einfach eine andere Story. Jetzt haben sie es vielleicht, vielleicht haben sie ja was Tolles vor, wir werden es erleben. So, Mädchen, was ist denn jetzt hier? Der Bauer. Bauer, was möchtest du von uns? Ja, unser Dank ist euch gewiss. Sprecht mit Serma, das werden wir tun. Jetzt gehen wir wieder da rein. Was ist denn das für ein Quatsch? Die wollen jetzt auch hier, oh, guck mal hier, lauter schreiende Kinder, da habe ich zu Hause eigentlich genug von. Hoffnung für das Volk. Bringt die Westfall-Eintöpfe zur Speerkuppe. Das machen wir sehr gerne, da fliegen wir auch hin. Ist ja wohl klar. Da, du bist wieder, du böser Mensch. Du bist uns immer im Weg. Jetzt laufen wir hier mal durch die ganzen toten Erntebüter und fliegen nach Westfall. Ich hoffe, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. Ich habe mir den Flugpunkt schon heimlich geholt. Nicht, um euch zu umgehen, sondern einfach... Oh nein. Ich glaube, der ist da oben, oder? Jo. Kann ich fast schon laufen, ne? Na egal. Ja, komm an, du Erntebehüter. Jetzt ihr. Jetzt sind die Viecher wieder am Leben. Ich glaub's ja nicht. Naja, so ist es eben. Oh nein, Vogel. Geh weg. Pass auf. Ich kriege jetzt Verfolgung hier. Das, ja. Müllsack. Wo bist du denn? Komm, wir laufen. Guckt euch das an. Er wird mich nicht vernichten, weil ich so schnell bin. Und er verliert irgendwie auch anscheinend die Lust. Und bei der Müllsack wird ihn umnieten, da bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt sind wir hier oben wieder. Hier ist der Punkt, an dem wir gestartet sind, wo ich heimlich schon den Flugpunkt der Speerkuppe klar gemacht habe, weil ich die Speerkuppe schnell besucht habe. Das wollte ich euch einfach ersparen. Und hier standen auch die Witzigen, die uns umschwarten wollten. Ja, war ich ganz kurz auch so ein bisschen selber durcheinander. Und ab geht's nach Speerkuppenhausen in Westfall. Und dann geben wir ab und dann sieht das sehr, sehr, sehr gut aus, dass wir die nächste Folge mit Level 15 beginnen können, um direkt in den Dungeon Bowser zu hüpfen. Da bin ich echt gespannt. Mal sehen. Das wäre sehr schön, hätte mir in dieser Folge richtig was gekonnt. Kann man ja auch mal sagen zwischendurch. Die Musik ist auch so ein bisschen dö, dö, dö. Das ist so ein bisschen wie bei den Orks am Anfang. Das ist ein bisschen langweilig, es plätschert hier so ein bisschen. Die Geschichte ist nicht so der Reiser, ja, wie gesagt, ich bin froh, wenn es durch ist. Ich hoffe, ihr auch. So, was haben wir hier? Hier läuft ein Pandarenkrieger. Das ist sehr schön. Hier können wir sogar noch Questen annehmen. Ganz hervorragend. Hier bringen wir aber erstmal der Troller den Eintopf. Sehr schön. Benutzt den Westfall-Eintopf. Das tun wir. Machen wir die Obdachlosen nämlich noch heiß. Bisschen was tun hier. Kleines Ei. Alles weg, den Mist. Ach, du Grünneune, hier habe ich ja was ganz vergessen abzugeben. Das ist natürlich schlecht. Ah, jetzt müssen wir das Herz zurückbringen, Leute. Wir haben gepennt. Das ist ja eine Scheiße. Das heißt auf gut Deutsch, wir müssen nochmal fliegen. Ach, wie bitter. Haben wir nicht aufgepasst, beziehungsweise ich habe gepennt. Ihr könnt ja nichts dafür, dass ich da penne. Ach, ist das bitter, Leute. Egal, wir geben das trotzdem gleich ab, weil, Taschen sind leer. Sehr sexy. Das ist alles okay hier unten soweit. Ja. Machen wir jetzt, wie gesagt, trotz allem. Auch wenn wir jetzt hier drei neue Quests haben. Ich gebe die noch ab, weil sonst ist sie gleich nichts mehr wert. Und EPs verschenken wollen wir auch nicht. Ja, wir nehmen allerdings schon mal die neuen hier an, damit wir dann auch richtig was zu tun haben, wenn wir auf die Dungeons warten. Sehr nice. So, haben wir erledigt. Jetzt allerdings müssen wir nochmal zurück, wie ihr seht. Ah, ist das bitter. Aber die paar Meter laufen wir jetzt darüber. Da hinten seht ihr ihn schon. Und wir können ja auch gleich den Eintopf ein bisschen loswerden dabei hier unten. Falls uns die Typen hier angreifen, das werden sie tun. Von denen brauchen wir eh die Angriffspläne. Die nehmen wir gleich mit.
Ja, sind wir gar nicht so. Komm doch, ich laufe. Ha. Sag mal, Müllsack, was geht denn bei dir? Der guckt dem zu hier, wie er mich abschwadet hier. Nein, 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 du willst doch wohl nicht weglaufen. Lachhaft. Geht ja gar nicht, ne? So, haben wir immerhin schon mal so zwei miterledigt zwischendurch. Hier stellen wir den Eindruck hin. Du solltest aufpassen, was du tust. Er greift mich tatsächlich an, die Sau. Na gut. Dann stirb auch. Du kleiner Gnoll. Wir wollen aber, wie gesagt, keine Zeit verlieren. Wir laufen durch den Wirbelwind, den Zyklon. Oh, wir trotzen allen Gefahren, um uns noch ein bisschen EP zu holen. Und da seht ihr, wie wir wegfliegen. Ist das geil? Sehr geil, oder? Der Wirbelwind macht richtig Bock. Hat auch ein bisschen live gekostet, aber der Spaß war es mir jetzt wert. Jo, Saldens Hof. Da sind wir schon wieder. Da hinten sehen wir auch das Fragezeichen. Und hier sehen wir unsere alten Freunde, die Erntebehüter. Das, wie gesagt, wer dumm ist, der muss leiden. Und wir müssen gerade leiden. Deswegen laufen wir jetzt zurück. Und auf dem Rückweg machen wir dann dementsprechend weiter mit unseren Questen. Allerdings werden wir die Folge jetzt erstmal hier beenden. Vielleicht mit einem Level Up. Gucken wir mal. Es reicht. Sehr schön. Gut, wir haben einen neuen Talentpunkt. Den setzen wir natürlich noch, weil der ist wichtig. Wir verzichten allerdings hier drauf, auf diese Quest hier. Der Leerwandler kam weiter. Wir haben die Dungeons frei. Ihr seht es. Also, wir sind mit Level 15. Wir bekommen selber dazu die Talente, den Dungeon Browser. Dann haben wir die drei Dungeons: Todesminen, Flammenschlund und die Höhlen des Wehklagens. Ich denke, mehr kann man nicht wollen. Unser Leerwandler hat eine Fähigkeit dazu gewonnen. Das ist auch ziemlich nice. Und jetzt habt ihr die Chance, auf 15 was zu setzen. Also, finstere Generation regeneriert im Verlauf von 12 Sekunden 30% sowohl eurer Gesundheit als auch die eures Dämons und erhaltet in diesem Zeitraum gesamte Heilung erhöht um 25%. Seele entziehen, passiv. Euer Zauberschatten, Blitzschattenfeuer, Teufelsflamme und so weiter gewähren euch als eurem, sowohl als euch und euren Dämon auf gut Deutsch ein schattenhaftes Schild von 15 Sekunden lang, das 10% Schaden absorbiert. Oder? Leben entziehen. Entzieht allen Gegnern im Umkreis 15 Meter um das Ziel Leben, wodurch sie 22 Schattenschaden erleiden und der Zaubernde alle 0,96 Sekunden um 3 bis 4,5% seiner gesamten Gesundheit geheilt wird. Hält 5 Sekunden lang an, erzeugt 10 dämonische Furor. Meine Freunde, finstere Regeneration ist ziemlich gut, finde ich erstmal am besten zum Leveln. Da kann man sich auch mal irgendwie mitten reinstellen, keine Ahnung. Wobei Leben entziehen auch ziemlich geil ist irgendwie. Ich würde fast sagen, wir machen mal Leben ernten. Als passives Ta als Talent. Ob man das gut finden muss, das muss man, wie gesagt, das soll jeder selber für sich entscheiden. Ich finde es eigentlich jetzt einfach mal nicht schlecht. Muss es aber hier rausnehmen, logischerweise, weil es nämlich. Ach ne, hat ja jetzt ersetzt, ne? Ja, ist so, genau. Hat dieses wunderschöne andere Talent ja ersetzt. Da steht ja auch dabei für die Blöden, ne? Ich würde sagen, wir loggen an dieser Stelle aus und machen da hinten weiter. Da werde ich mich dann wieder einloggen für euch. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn es denn so ist, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann lasst uns doch ein Abo hier. Ich würde mich sehr darüber freuen und wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein!